Hacker. Ich habe eine zauberhafte Idee für die grüne Zukunft der Insel, Präsidente. Alle finden, dass mein Öko-Projekt Grünes Tropico die Lösung ist. Naja, fast alle. Außer den Menschen, die keine Umweltschützer sind. Und Pfarrer Esteban, der hat sein eigenes Projekt mit einer Statue seines Freundes, der vor tausenden von Jahren gestorben ist. Ich weiß, dass Sie die richtige Entscheidung treffen werden, Präsidente. Denken Sie grün! Ich bin auf der Seite der Religiösen, wenn ich die beiden hier abwägen müsste, wenn... 10 Jahre sind vergangen? Mir ist, als wären wir erst gestern mit El Presidente gesegnet worden. Also wenn ich das so gegeneinander abwäge, muss ich sagen, stehe ich eher auf der Seite der Religiösen als auf der Seite der Umweltschützer. Also, tut mir leid. Der Pfarrer der Nachbarinsel und ich sind befreundete Rivalen, Präsidente. Wir haben gewettet, wessen Gemeinde am frommsten ist und wer ein größeres Denkmal baut, um es zu beweisen. Es wurde gesagt, dass Glücksspiel Sünde sei, aber aus theologischen Gründen ist es in diesem Fall erlaubt. Wir müssen die größte Jesus-Statue in der Karibik bauen. Belohnung plus 20 Ansehen bei der... dauerhaft plus 20 Ansehen bei der religiösen Fraktion. Jo, mach mal, sobald wir genug Geld dafür haben. Das ist wahrscheinlich schweineteuer und wahrscheinlich hier... $45,000, ach du Scheiße, ich denke, ich muss... Dem Himmel sei Dank, Präsidente. Ich dachte schon, der Killer habe sie erwischt. Sie haben nur knapp überlebt. Unser Ansehen ist durch diesen Zwischenfall gesunken. Was sollen wir tun? Ach Scheiße, ein Killer. Na, ein Glück, dass ich mit meinen Super Survival Skills einfach hier überlebt habe. Machen Sie die UdSSR verantwortlich? Geheimpolizei aufspüren, Kriegsrecht verhängen oder eine Ankündigung machen. Wir sollten uns vielleicht mit keiner Großmacht hier irgendwie böse machen, so. Also hier verscherzen, so. Was dir? Nee. 3% ist ein bisschen. Ist ein bisschen, naja. Ja. Mehr nah als ja. Kriegsrecht verhängen. Na, wir machen eine öffentliche Ankündigung. Die Menschen sind froh, dass der Präsident noch am Leben ist. Wahrscheinlich steckt Marco Moreno, dieser Ausländer, dahinter. Nach dem Attentatsversuch auf unseren Regenten hat der Täter sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Ausländische Kräfte hätten ihn oder sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Er oder sie hat die Insel freiwillig verlassen und jedwede Spur seiner oder ihrer Existenz verwischt. Unnötig zu erwähnen, dass der Plan scheitern musste, denn El Presidente ist unbesiegbar. Ja, da habe ich meinen riesen Baseballschläger rausgeholt und den Killer erschlagen. No me interesa. So. Präsidente. Ja, wir müssen unsere Wirtschaft jetzt erstmal hier wieder ankurbeln. Da habe ich ein bisschen die ganze Zeit vernachlässigt und so, auf jeden Fall kriegen wir 19.000 raus. Aber Umweltzufriedenheit steigt, yay. Gesundheit wenigstens immer noch bei 51. Wir bauen das da hinten fertig und dann können wir mal gucken. Oh, das muss auch noch fertig werden, fällt mir gerade so ein. Was willst du? Ich bin mit der Regierung also, beschäftigt. Wir bauen erstmal hier diese Garage, dann können die von da hinten auch schnell nach hier vorne fahren. Präsidente, unser Außenminister hat einen diplomatischen Zwischenfall provoziert. Er hat bei einer Sushi-Party des japanischen Botschafters eine Gabel benutzt. Nachdem er freundlich aufgefordert wurde, doch lieber die Stäbchen zu benutzen, schnauzte unser Minister zurück, dass er sein Sushi so essen würde, wie er verdammt nochmal möchte. Er stach 3 ausländische Würdenträger mit der Gabel, während er sein Sushi aß. Damit lenkte er den Zorn aller geopolitischen Großmächte auf uns. Der kommt raus, du. Feuern Sie ihn oder... Na. Im Team riskiere ich nicht. Der kommt raus, der Idiot. Sie sind gefeuert. Und sehr gut. Besser... Bürokrat oder Journalist. Beides haben wir nicht. Ach, und das Geld haben wir ja auch nicht. Hupsi. Ja.
Allgemein, wir brauchen noch langsam immer Journalisten, ne? Wir bräuchten echt hier ein bisschen Freiheit. Aber das Geld, ne? Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Nee, in Präsidentes Nähe fühle ich mich immer gut. Fühle ich mich gut mit Mana. Präsidente, die Umweltschützer starten ihre Öko-Proteste. Darf ich einige Gegenaktionen in guter alter tropikanischer Tradition vorschlagen? Sie blockieren unsere Holzfällerlagereinrichtung. Nichts funktioniert mehr. Verhaften oder erschießen Sie die Umweltschützer, damit sie zur Vernunft kommen. Sie können sie auch besänftigen. Oder sie machen sich irgendwo einen schönen Tag, bis die Grünlinge nach Hause gehen. 2000, ja, das ist schon besser. Na toll. Die Wirtschaft brummt. Wir haben unsere Schulden begleichen können. Ich höre sie aber nicht brummeln. Tja, und der Öko-Protest ist geschlossen. Okay. Ich zerschmettere dich mit meiner Axt. Was war er eigentlich vorher? Ach du Scheiße, der wechselt ja hin und her, wie es ihm gerade passt. Toll. Naja gut, die erschieße ich jetzt mal nicht, weil die Arbeitskräfte brauchen wir da ja doch. Sprich schnell! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. So, dann auf jeden Fall hier mal die Militärbasis. Was ist denn eigentlich für die Schweizer Bank? Okay. So, Bildung und Medien, Zeit und dann kommen. Wenn, dann bauen wir hier was Richtiges, bauen wir so ein Kraftwerk. 17.000, okay, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Der hat wahrscheinlich hier rumgebracht. So, dürfen die wieder? Nein. Fraktion Umweltschützer. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Verschmutzung. Moment, ich mach mal ganz kurz anders hin. So. Also wir müssen auf jeden Fall die Verschmutzung senken, dann dürfte schon was werden. Ja gut, also so langsam geht's doch eigentlich. Wir sind schon bei 27 Umweltzufriedenheit, also. Es gibt Schlimmeres, um das mal so auszudrücken. So, und baut jetzt unsere Militärbasis? Ich bin überaus besorgt. Der Ruf nach Wahlen wird immer lauter. Dabei liegt es auf der Hand, dass Sie uns regieren sollten. Wahlen! Als würde man einen Hund fragen, ob er seinen Besitzer liebt. Oh Gott. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Abel Castro, ist der mit Fidel verwandt? Kennst du auch einen Fidel von die Castros? Mein Bro. Der Anführer der Loyalisten-Fraktion stimmt mir zu. Loyalisten in ganz Tropico und weltweit zählen auf sie, die Forderung nach Wahlen abzulehnen. Nein, ich bin für Wahlen. Entwicklungshilfe! Komm, wir bauen jetzt einfach ein Kraftwerk. So, wo stellen wir es denn hin? Einfach hier hinten mal, würde ich sagen. Hier so, da dürfte es keinen stören. Außer die Bäume. Oder diesen Berg, der uns das Gelände blockiert. Toll. Können wir es nicht nach guten alten Minecraft-Style einfach abbauen? Ich meine, im Ernst. Können wir es hier herstellen, aber... Ich könnte sagen, wo du hinten rein im Militärbezirk, da herrscht eh keine Freiheit. Hier rein nicht. Tja. Stehe ich das denn mal hin? Ein bisschen. Ach, was? Nein, Infrastruktur. So, wir bauen die Straße hier mal aus und dann stellen wir hier einfach das Kraftwerk drüber. So, Problem gelöst. Aber erstmal bauen wir das Ding. Können wir keine Priorität setzen? Ach doch, hier, hohe Priorität. So. Dann bauen wir das Ding zuerst fertig und dann bauen wir als nächstes eine Fernsehstation, die unsere Freiheit wieder ein bisschen erhöht. Wären die Leute auch noch zufriedener. So, Militärbasis ist fertig. So. Dann schieben wir Präsidenten. Was erfordert die Aufmerksamkeit des Präsidenten? Ich habe einen Geheimauftrag für Sie, Genosse. Er ist von internationaler Dringlichkeit.
Nein, ich baue jetzt kein Bauxit ab. Ich bin schon genervt genug, dass die scheiß Umweltschützer mein Holzfällerlager hier blockieren. Meine Holzfäller deswegen einfach sinnlos um das Gebäude rumstehen. Okay. Protest. Ich verteidige Mutter Erde. Ich beschütze sie mit meinem Leben. Ist echt zu unzufrieden. Er wird gegen uns stimmen. Aber ich habe doch hier die Verschmutzung verringert durch die Mülldeponie. Kannst du nicht sagen, ich hätte nichts getan. Ich habe es ja von 17 oder sowas schon auf 28 hoch, die Umweltzufriedenheit. Also so schlimm kann es jetzt ja auch nicht mehr sein. So, Gesundheitswesen Stufe 52, yay! Ich dachte, die ganzen Soldaten ziehen jetzt hier ein. Soldaten, ihre Familien kommen, die schmeißen wir aus den Dingern raus. Dann ziehen die da hinten ein, dann haben wir hier mehr Platz für die anderen Leute. So einfach ist die Sache. Generelle zählen doch bestimmt auch mit dazu. So, seht ihr, die ziehen da alle ein, das finde ich gut. Bietet gute Wohnqualität und eigentlich auch ganz gutes Gesundheitswesen, also ich wüsste nicht, warum man das Was erfordert die Aufmerksamkeit des Präsidenten? So, auf jeden Fall erstmal die Klinik besuchen, halt wohl das Kraftwerk besuchen, hoppala. Ja, shit happens. Zeit, meine Leute zu überprüfen. So, Geld haben wir jetzt auch wieder, das heißt, wir holen uns hier schon mal den Bauplan. Boah, ich wollte jetzt eigentlich einen Bauplan kaufen, aber egal. Also so langsam geht's mit unserer Wirtschaft ganz gut eigentlich. So, der Einzige auf der Baustelle ist der Präsident. Ich bin beeindruckt. Okay. Ja, noch nicht mit der Umwelt zufrieden. Also ganz ehrlich, ey. Oh, und Polizei brauchen wir auch noch mal. Da brauchen wir hier mal ganz kurz. Baue ich aber schnell fertig. 6400. Anscheinend nehmen die irgendwie dann mit dem Wert zu, oder wie? So, ich hoffe doch, dass hier jetzt... So, unsere Mietshäuser sind alle schon wieder voll. Na gut, ist hier noch nicht. So, na komm. 13.000 haben wir hier. Komm, geht hier mal jemand rein. Kommt, werdet ausgebildet. Die Rebellen starten einen Angriff. Welche Farm denn? Schon wieder auf die. Jetzt mir habt ihr eiskalt verkackt, ne? Will das jemand verteidigen? Ja, Gure. Gut, ein Soldat. Okay, drei Soldaten. Unsere ganze Armee kommt danach und nach angerieselt. Oh, unsere Armee wird... What the fuck? Da kommen die Roten. Aber die gesamte Armee ist da, die schlachten sie jetzt nieder. Sind nur noch zwei, kommt nieder mit ihnen. Beide niedergeschossen, gut gemacht. So, seht ihr, mit denen dealen wir jetzt auf jeden Fall auch. Präsidente, tut mir sehr leid, aber die Menschen möchten sie öfter sehen. Wir, ihre Loyalisten, verlangen von ihnen den Bau von 10 weiteren Statuen auf der Insel, damit jeder ihre imposante Gestalt freier verehren kann. Ich brauche jetzt keine Statuen von mir. Oh, die Zufriedenheit sinkt. Woran liegt's denn? Wunker, na gut, die ist ja eh nicht hoch. Oh, stimmt, wir bräuchten eigentlich noch eine Kirche, denke ich. Reicht eigentlich noch. Klinik reicht auch, aber ich denke, Häuser bräuchte mal wieder ein paar. Ich denke, vor allem ein paar bessere. Also, nee. Ich meine, gut, die Soldaten dürften jetzt fast alle hier hinten wohnen, aber... Ja gut, dann müssen wir mal gucken. Ich erhöhe jetzt erstmal die Freiheit und dann... Die Tropikaner erwarten Wahlen. Unterhaltung könnte noch ein bisschen was bauen. Wen loben wir denn mal? Loben wir mal die Umweltschützer, vielleicht hören sie dann auf, unsere Holzfällerlage her zu bedingsens. Gemessen Unterkunft, angemessen Unterkunft. So.
Companeros und Companeras, in dieser entscheidenden Entwicklungsphase würde ich gerne das Wort an euch richten. In diesen schrecklichen Zeiten haben wir es geschafft, trotz der Not ein Wirtschaftswachstum umzusetzen. Aufgrund dieser Tatsache salutiere ich vor euch. Ja, es gibt Probleme. Es wird immer Probleme geben. Besonders in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Der Mangel an ausreichender Unterhaltung, von dem ich in den letzten Tagen viel hörte, ist eines davon. Und es wird eine Lösung geben. Wie sich auch alles andere auflösen wird, sobald sich die Weltwirtschaft stabilisiert hat. Im Laufe meiner Jahre als Präsident habe ich eure Dankbarkeit erfahren, meine Companeros. Leider bin ich nichts weiter als ein bescheidener Diener und ihr seid meine Herren, meine Auftraggeber. Jetzt ist es an der Zeit, meine Dankbarkeit an die Umweltschützer zum Ausdruck zu bringen, welche die Geschenke, die Mutter Natur Tropico beschert hat, beschützen. Ich habe große Pläne für Tropico. Pläne, die von jedem nachempfunden werden können. Sogar von den weniger Glücklichen unter euch. Ich verspreche euch, dass während meiner nächsten Amtszeit keiner mehr in Hütten leben muss. Eine innige Umarmung an alle, besonders an die Damen. So, darf ich dann wieder? Heute ist ein guter Tag für den stolzen Staat Nebraska. Ich wurde zum Vizepräsidenten der größten Nation der Welt ernannt, den guten alten Vereinigten Staaten. Ich bin kein Schwindler. Ich habe Sie nicht vergessen, Präsidente. Ich hörte ein paar Rebellen sorgen für Ärger und bedrohen Demokratie und Freiheit in Ihrem Land. Hier ist etwas Geld, um das Chaos zu beenden. Ich hoffe, Sie erinnern sich daran, wer Ihre wahren Freunde sind, wenn die Zeit gekommen ist. Er versucht, die USA bei mir einzukaufen. Naja, können wir immerhin hier schon mal die Erlöserstatue bauen. Stell mich so her. So würde ich hierher so stellen. So. Bruder, wie kann man das Leid der Obdachlosen übersehen? Jedes Heim ist eine tödliche Waffe gegen Armut und Ungerechtigkeit. Landen Sie in tödlichen Schlaggenosse. Die Menschen werden es Ihnen nicht vergessen. Sorgen Sie dafür, dass es keine Hütte auf der Insel gibt. Ja, können wir mal probieren. Wie viele Hütten haben wir denn? 53, upsi. Okay, ein bisschen mehr als 20, aber gut. Und wieder in die Schulden. Yay. Ach, wir wollten die Unterhaltung bauen. Naja, gut. So, wir haben schon mal eine Hütte weniger. Das ist doch schon mal was. Die Umwelt geht auch langsam hoch. Jawohl, das hier geht runter. Warte mal, der. Warte mal, wo war's? Hier, Inselbedingungen. Deponiebereich. Ah, okay. Da hinten müssen wir dann noch eine Deponie bauen, aber. Nee, ich baue doch jetzt keine Ananasplantage hier. 200 Leute und 50. Sobald es auf 200 zugeht, bauen wir noch eine Farm. Punkt. So, warum wohnt jetzt hier niemand? Sind die alle arbeitslos oder was? Listenjob? Müssten die Arbeitslosen nicht hier. Wir haben keine Arbeitslosen. Finde ich gut. Wir könnten dann eigentlich hier hinten auch noch ein Parkhaus bauen, damit die alle schneller von A nach B kommen. So, aber jetzt müssen wir wirklich mal hier mit unserem Geld ein bisschen aufpassen. Ich schmeiß damit nur so um mich. Erlöserstatue. Böse Stimmen behaupten seltsamerweise, dass Tropicos große Jesus-Christus-Statue aussehe wie eine bekannte Sehenswürdigkeit in Brasilien. Präsident! Leck mich, ich hab was vorgelesen, das will ich jetzt fertig machen. 3600, jawohl.
El Presidente hat uns versichert, dass unsere Statue das echte Original ist und alles andere nur der Versuch einer billigen Kopie, die wieder Aufmerksamkeit, Bewunderung oder öffentliche Zeichen religiöser Ekstase verdient. Die Erlöserstatue erhöht die Anzahl der religiösen Bürger auf der Insel und verbessert die Schönheit der Umgebung. Doch, gut, das werden wir schaffen, denke ich mal. Bin mal gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Wir haben wahrscheinlich viel zu lange hier dran gesessen, bis wir die endlich hier angefangen haben zu bauen. Gesundheitswesen steigt nicht, ne? Bist du ein Rebell? Ich meine, Umwelt geht immer höher, aber Gesundheit... So, warum lebt ihr eigentlich in Hütten? Da hinten haben wir Häuser für euch. Das ganze Zeug kommt weg. So, ihr lebt jetzt hier drin. Ich befehle es euch jetzt hier drin zu leben. Nee, wieso steigt denn die Anzahl der Hütten, obwohl wir hinten genügend Häuser haben? Ich verstehe es nicht. Ich meine, hinkommen tun sie ja. Mein lieber Präsident. 80%, das passt doch. So, Hütten nehmen ab. Unterhaltung wollten wir eigentlich bauen, aber nee, naja. Haben wir hier zumindest unseren Wohnraum erweitert. Und wir kriegen Geld. Die UdSSR mag uns nicht mehr so, oder wie? Oh, großer Schleimer. Wegen Kapital. Wir sind echt in den... echt im Kapitalismus? Finde ich jetzt hier nicht so gut. Die Mitte wäre mir am liebsten. Ich segne dich, mein Sohn. Die Zeit ist reif, eine neue Kathedrale zu errichten. Ein Monument unseres Glaubens, das die gesamte Karibik vor Neid erblassen lässt. Denn Neid ist eine Sünde. Und je mehr sie sündigen, desto frommer erscheinen wir. Silvio Ruiz, Anführer der religiösen Fraktion, ist mit mir einer Meinung, dass die Kathedrale und der Neid unserer Nachbarn... Ist es nicht die Neid? Sicher, dass es der Neid ist? Müsste ich im Buch mal nachschauen. Unserer Nachbarn, unserer Treppe in den Himmel sein wird. Ja, wenn man schon so vorgeht... Glückwunsch, Präsidente. Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie. Finde ich gut. So jung ist er eigentlich gar nicht mehr, aber hey. Ich finde den Schatten irgendwie lustig. Wie der sich da auf einmal bewegt. Die bauen aber nicht nach oben weiter, ne? Nö, nee, und trotzdem bewegen sich alle Schatten, das beobachte ich jetzt mal hier. Ich finde es witzig, wie der Pfeil hier auch einen Schatten wirft, das ist... Jupp, alle Schatten bewegen sich. Interessant. Das ist ja cool. Im Sonnenzyklus dann ist das ja cool. Präsidente, mögen Ihre Kamele gesund und ihre Zukunft kinderreich sei. Ich möchte handeln. Alter, ich produziere jetzt keine Waffen, dafür brauche ich Eisen. Ich bin doch jetzt viel zu anstrengend, Eisenmine zu bauen. Ich will jetzt auf jeden Fall auch die Erlöserstatue bauen. Und dann haben wir den Umweltschützern gezeigt, was eine Hake ist. Nämlich ein Werkzeug. Und... gucken wir doch mal, wie das ganze Ding jetzt ausschaut. Boah, im Ernst? Diese Bauarbeiter, ne? Also, das finde ich ja... naja. Ich meine, es ist doch wirklich nicht mehr viel. Ist die Statue doch schon fertig. Das ist schon ärgerlich. Und diese Bohrarbeiter. Eine Hütte mehr. Zwei Hütten mehr. Hm.
Irgendwie ist das Gefühl, je mehr Häuser wir bauen, desto mehr Hütten bekommen wir. Hat zwar irgendwie keinen logischen Zusammenhang, aber naja. Das wollen wir noch erwarten. Das ist Tropico. Da bauen wir Holz mit Eisen ab. Was an sich eigentlich total logisch ist. Huh. Sag mal, kommt jetzt noch ein Bauarbeiter oder halt so. So, fährt jetzt einer hin? Ja. Sagt mal, was macht denn ihr den ganzen Tag? Nase bohren, Eier schaukeln oder was? Kommt, bald euch jetzt. Ich hüpfe nur Einwanderer und keiner davon hier wird Bauarbeiter. Oh, gehen alle auf die Schule. Ja, finde ich gut. Oh, wir brauchen Lehrer, fällt mir gerade so auf. So, komm, ist da jetzt endlich einer. Boah. So, dann wollen wir uns das Ganze nochmal anschauen, wenn es fertig ist. Der Winkel vorhin war irgendwie schöner. Jawoll. Das sieht doch gut aus. Also, ich find's hübsch. Oder was denkt ihr? Kann man so bauen, ne? Keine Antwort. Voll gruselig. Kommt jetzt noch ein Spruch dazu, oder? So, ein Schiff hat unsere Güter exportiert, das finde ich richtig gut. Ja, gut. Ich würde sagen, ich setze mich da mal dran mit dem Programm hier, was ich mir da jetzt hier zusammen gedownloadet habe. Die Aufnahme hier jetzt mal zu schneiden und guck mal, was bei rauskommt. Also wenn da jetzt die ganze Scheiße rauskommt, wisst ihr, woran es liegt, ne? Also... Diesmal sind es die Nationalisten gegen die Loyalisten, Präsidente. Sie streiten sich darüber, ob ein Atomprogramm wichtiger sei als ein Mausoleum zu ihren Ehren. Die Nationalisten haben die lächerliche Idee, unsere Unabhängigkeit mit einem eigenen Nuklearprogramm zu sichern. Die Loyalisten haben recht, wenn sie sagen, dass unsere Nation noch etwas viel Wichtigeres zu schützen hat. Nämlich Sie, Präsidente. Ein Mausoleum wird Ihr Leben nach dem Tod schützen. Das ist doch viel wichtiger als nebensächliche Themen wie die nationale Sicherheit, oder? Na, hallo, ich bin auf der Seite meiner Loyalisten hier. Ein Mausoleum, Präsidente. Diese verrückten Nationalisten werden sich ärgern, aber die ärgern sich immer über irgendwas. Nur noch ein Grund mehr für diese Leute, sie zu hassen, oder? Bauen sie ein Mausoleum. So, gut, also wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt schneiden. Wünscht mir Glück. Ich kümmere mich da jetzt drum und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Let's Play Tropico 4 wieder. Bis dahin, ciao.